Ist das schön. 28 mm, 105 mm. Einfach so ohne Abstufung. Was so ein einfaches Standardzoom für einen Luxus ist, das wird einem erst bewusst, wenn man ein paar Monate lang ohne auskommen musste. Eigentlich wollte ich dieses Objektiv hier ja nie wirklich haben. Das 28-105. Ich wollte das 24-70 mit durchgehender Lichtstärke 2,8. Aber das ist einfach teuer. Da komme ich mit einem Monatsbudget nicht weit, auch wenn ich es gebraucht kaufe. Und jetzt gab es das hier ganz in meiner Nähe zur Abholung zu einem guten Preis. Also. Und eigentlich brauche ich die Lichtstärke ja gar nicht. Also wenn ich sie mal brauche, dann habe ich immer noch die Festbrennweiten. Ich muss sagen, ich habe dieses Pentax DA 35 mm in den letzten Monaten wirklich zu schätzen gelernt. Das sollte eigentlich nur eine kurzfristige Zwischenlösung sein, aber ich bin echt erstaunt, wie gut dieses Teil am Vollformat funktioniert, obwohl es eigentlich für APS-C gerechnet ist. Hin und wieder hatte ich dann auch den Gedanken, ich gewöhne mich jetzt einfach an die Festbrennweiten und bleib dabei, aber das ist einfach nicht so leicht in der Landschaftsfotografie. Da kann man nicht ein oder zwei Schritte nach hinten gehen, um den Ausschnitt zu variieren, denn ein oder zwei Schritte nach hinten bedeutet da gern mal 100 Meter nach unten. Und das ist wirklich ein Genuss, mit diesem Teil hier arbeiten zu können, obwohl mir die 4 mm nach unten halt doch fehlen. Die Lichtstärke ist kein Problem, aber es hat ein bisschen zu wenig Weitwinkel. Wenn es doch nur ein gutes, einigermaßen lichtstarkes Weitwinkel gäbe, das in diese Lücke passt zwischen 15 und 28 mm. Das wäre schön, aber naja. Bei Pentax ist die Auswahl einfach eingeschränkt, damit muss man leben. Das wollte ich euch nur kurz zeigen. Ich war ja eigentlich gerade dabei, die Technik-News des Monats durchzuschauen. Man muss ja immer auf dem neuesten Stand bleiben als Fotointeressierter. Was gibt's denn so? Neue Kamera von Sony. Neues Telezoom von Sony. Neues Standardzoom von Sigma für Sony. Entschuldigung, für Sony und L-Mount. Standardzoom von Samyang. Für Sony. Neues Pentax-Objektiv. Was? Neues Pentax-Objektiv? Dass ich das noch erleben darf. 21 mm DFA Limited. Okay, wo war ich? Achso, ja. Wenn es doch nur ein gutes, einigermaßen lichtstarkes Weitwinkel gäbe, das zwischen 15 und 28 mm passt und das ich mir leisten kann. Ich fürchte, ich muss mir anderswo eine Alternative suchen. Zum Beispiel bei Samyang. Denn wie wir ja mittlerweile wissen, sind Samyang-Objektive auch mit analogen Pentax-Kameras kompatibel. Das kommt mir sehr gelegen. Schauen wir mal. Hier gibt es ein gutes Angebot bei einem polnischen eBay-Händler. Das Samyang 24 mm 1 zu 1,4 et as if umz ist ein außergewöhnlich helles Objektiv. Also wenn ich mir das Bild so anschaue, dann sieht das ziemlich dunkel aus, aber das ist eigentlich okay, denn es passt eh besser zur Kamera. Das hier ist ein helles Objektiv. Aber na gut, weiter im Text. Es wird ein weicher Etui mitgeliefert, das ist schon mal gut. Optische Konstruktion, wie sieht denn die aus? 13 Zotche weg, 12 grob. Ja, das, ich glaube, das kann was. Aber das hier ist besonders wichtig. Es funktioniert sowohl mit APS-C-Matrizen als auch mit einem Vollschalenrahmen. Erkenntnis des Monats, meine Kamera hat einen Vollschalenrahmen. Okay, das war just for fun. Ich werde dieses Objektiv in absehbarer Zeit nicht kaufen und das Problem mit der Lücke zwischen 15 und 28 wird wohl noch eine Weile auf seine Lösung warten müssen. Was auch noch ein bisschen warten muss, ist das Thema Analog-Fotolabor. Denn mir hat einfach die Motivation gefehlt, mich eingehender mit analoger Schwarz-Weiß-Fotografie zu beschäftigen, wenn die Landschaft gerade so aussieht. Demzufolge habe ich die entsprechenden Käufe noch nicht getätigt, die sind dann wahrscheinlich diesen Monat dran. Was ich ebenfalls nicht gekauft habe in diesem Monat, das muss ja auch mal erwähnt werden, wenn man was nicht kauft, das ist Age of Empires 4.
Für mich ist ein Strategiespiel einfach nicht viel wert, wenn man da nicht den gegnerischen Scout einmauern kann oder ein gegnerisches Gebäude ansingen, solange bis es seine Religion wechselt. Deshalb bleibe ich bei AOE 2. Das gesparte Geld habe ich anderweitig investiert, und zwar in ein Ringlicht. Steht da hinten. Denn ich habe es ja versprochen, ich investiere auch in die Qualität meiner Videos, also zumindest die technische Qualität, da geht's langsam voran. Falls es jemanden interessiert, es handelt sich um das Rollei RL119. Wie gesagt, selbst gekauft, nicht gesponsert. Es war gerade im Sonderangebot, wahrscheinlich kostet es mittlerweile schon wieder so viel wie alle vier Teile Age of Empires. Aber für mich hat sich die Investition auf jeden Fall gelohnt. Jetzt fehlt nur noch die Verbesserung beim Audio und dann kann mich um den Rest kümmern. Soweit also zum Hardware-Teil. Und jetzt, glaube ich, schauen wir uns einfach mal ein paar Bilder an. Ich muss kurz zur Tür. Entschuldigung. Ich glaube, das ist die neue Kamera. Ja, okay. Kleinen Moment. Wir wollen die Kamera sehen. Ah, okay. Eine Panasonic G81. Ja, es macht nicht wirklich Spaß, so eine Kamera zu bestellen, so weitgehend emotionslos. Denn ich ersetze hier eigentlich nur einen Kompromiss durch einen anderen. Die GX8 wird ersetzt durch diese hier. Also die GX8, die hier gerade filmt, die tut es jetzt zum letzten Mal in diesem Haushalt. Ich habe sie gerade bei eBay verkauft. Nachher geht sie zur Post. Ja, es ist wieder ein Kompromiss. Diese Kamera, die G81, die ist schon ein bisschen größer als die GX8, aber kann eigentlich nicht wirklich mehr. So, beim Fotografieren zum Beispiel verliere ich wieder 4 Megapixel an Auflösung. Okay, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich diese Kamera dann überhaupt gekauft habe. Ja, so eine größere Kamera hat ja nicht nur Nachteile. Sie liegt besser in der Hand. Sie hat den Kartenslot hier an der Seite, viel praktischer als da unten. Sie kommt übrigens auch mit einem 14 bis 140 mm, also einem 10-fach Zoom-Objektiv, das auch noch abgedichtet ist. Also ein guter Ersatz für die beiden alten Zoom-Objektive zum Filmen, durchaus praktisch. Aber das wesentliche Feature ist hier an der Seite versteckt ein 3,5 mm Mikrofoneingang, den die GX8 nicht hat. Und das hat mich beinahe in den Wahnsinn getrieben in letzter Zeit. Ich meine, ich bin Landschaftsfotograf und dazu gehört ja eigentlich, wenn man einen YouTube-Kanal betreibt, auch mal draußen ein bisschen zu filmen und sich selbst auch mal beim Fotografieren zu filmen. Andere machen sie auch so. Ich möchte schon gerne hin und wieder auch so einen Outdoor-Vlog einstreuen, obwohl es eigentlich ganz schön anstrengend ist. Ich weiß nicht, wie andere das so locker machen. Eigentlich möchte ich mich, wenn ich fotografieren gehe, aufs Fotografieren konzentrieren und habe keine Zeit zum Filmen. Aber wenn halt doch mal die Zeit übrig ist, das wäre doch eigentlich schon ganz nett. Kürzlich habe ich es versucht im Bandwald Zweribach. Da wollte ich Herbstwaldbilder machen und das Ganze dann auf Video dokumentieren. Es war eine einzige Katastrophe mit diesem Wackelkontakt des Mikrofonadapters. Das hat mir das Video ruiniert und wahrscheinlich am Ende auch die Fotos, von denen keins brauchbar ist. Da ist dann die Entscheidung gefallen. Die Kamera muss weg. Der Ersatz muss her. Der ist jetzt da. Ja, ich glaube, ich bin schon zufrieden damit. War eine vernünftige Entscheidung. Fotografieren will ich damit ja sowieso kaum. Was mache ich damit? Und ich habe immer noch eine praktische, leichte Kamera zum Filmen und zum Wandern. Was ich jetzt mit dem Videomaterial von diesem missglückten Vlog-Versuch mache, ich weiß noch nicht. Dieses hier kann ich vielleicht einsetzen, mal in einem Video zum Thema Bildmanipulation, denn das hier ist eine Art von Bildmanipulation, die ich durchaus toleriere. Ja, wie man sieht, betreibe ich sie selber. Vielleicht kann ich auch noch ein paar AfD-Anhänger damit trollen. Skandal! Jetzt werden schon Wege gegendert. Wo soll das noch hinführen? Ja, zu irgendwas muss es so gut sein. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein zum Thema Hardware. Und jetzt schauen wir uns noch ein paar Bilder an aus dem Fotomonat Oktober. Ich werde ein bisschen dazu erzählen. Ja, so viel erzählen muss ich ja gar nicht. Die Geschichte vom Alpenausflug ganz am Anfang des Monats, die ist ja schon in diesem Video zur Sprache gekommen. Und nebenbei bin ich ganz erschlagen. Also im positiven Sinn davon, wie dieses Video gerade durch die Decke geht. Hunderte von Views in ein paar Tagen. Krass.
Die Reaktionen darauf sind allerdings schon relativ kontrovers. War ich vielleicht ein bisschen zu direkt gegenüber den Luminar-Himmelsaustauschern und den illegalen Drohnenpiloten? Also gerade bei letzteren, finde ich, habe ich mich wirklich vornehm zurückgehalten, denn wenn ich da wirklich meine ehrliche Meinung gesagt hätte, dann hätte dieses Video bestimmt gegen irgendwelche Community-Richtlinien verstoßen und ich wäre dauerhaft gesperrt. Dabei kann man so schöne Luftbilder machen, ohne Schutzgebiete und Bundesstraßen und was weiß ich was zu überfliegen. Hat auch in diesem Monat wieder relativ gut funktioniert. Es war ja wieder mal ein relativ hochdruckdominierter Herbstmonat mit goldenem Herbstwetter, häufig Nebel, der sich gut fotografieren ließ von oben und von unten, so dass es am Ende schon fast langweilig geworden ist, aber fast. Es gab viele schöne Herbststimmungen und ich habe sie natürlich jedes Mal genossen. Aber es gab keine Stimmung, die wirklich so herausragend gewesen wäre, die so ein echtes Lieblingsbild des Monats hervorgebracht hätte, wie ich es ja in meinen Monatsvideos immer einbaue. Also diesmal ist mir die Auswahl wirklich ziemlich schwer gefallen. Wer das letzte Video gesehen hat, und das haben ja wie gesagt erstaunlich viele von euch, der weiß, dass ich mich immer ein bisschen unwohl fühle, wenn ich es mir zu leicht mache als Fotograf und deshalb immer so eine zwiespältige Beziehung zu meinen Fotos vom Schau ins Land habe. Aber wenn ich objektiv auf die Bilder dieses Monats schaue und überlege, welches davon gelungen ist, ich glaube, ich entscheide mich dann doch für ein Lieblingsbild des Monats vom Schau ins Land. Denn das Schau ins Land ist halt doch nicht das Matterhorn und nicht mal das Zellerhorn. Und so sehr viele richtig gute Bilder von dort habe ich eigentlich auch noch gar nicht gesehen. Ich glaube, vielleicht gehört doch noch ein bisschen was dazu an Können und vor allem an Planung, an der richtigen Wettervorhersage und so weiter, um da ein gutes Bild mitzubringen. Und noch dazu braucht man auch eine gewisse Erfahrung in der Bildbearbeitung, um solche Kontrastverhältnisse am Ende so rauszuarbeiten, dass es natürlich wird. Das war schon eine gewisse Herausforderung und ich mag Herausforderungen und ich mag auch dieses Bild. Dieses Abendrot über dieser schönen Invasion, die Sonne, die gerade hinterm Horizont versinkt, da hat einfach alles sehr schön zusammengespielt und das hatten auch auf dem Schau ins Land nicht allzu oft. Eigentlich, wenn überhaupt, nur ein paar Tage im Jahr. Und der Ausflug hat sich auf jeden Fall gelohnt und das hier ist mein Lieblingsbild des Monats. Nebenbei bemerkt ist dieses Bild aufgenommen mit einer Brennweite von 58 mm. Wäre vorher unmöglich gewesen, ohne das Bild zu beschneiden. Also, das hier war einfach eine gute Investition. Okay, ich habe jetzt wirklich genug über Hardware geredet. Ich zeige jetzt die Bilder. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und ich wünsche viel Vergnügen mit dem Herbst im Hochschwarzwald und ein bisschen Alpen sind auch dabei. Bis bald. Tschüss.